KI das Bildungssystem verändern? Sie haben vielleicht noch nicht ganz so viel mit künstlicher Intelligenz, mit KI zu tun gehabt. Und doch nutzen wir sie alle, ganz, ganz praktisch. Man denke zum Beispiel an Navigationssysteme oder auch an KI für Spracherkennung. Oder auch zum Beispiel die vervollständigen Funktionen, wenn man etwas sucht und dann werden die Suchbegriffe korrigiert. Das sind Beispiele für sogenannte schwache KI, schwache künstliche Intelligenz. Wenn man sagt schwache KI, dann müsste es eigentlich auch starke KI geben. Und starke KI wäre eine künstliche Intelligenz, die selbst in der Lage wäre zu denken. Also nicht nur den Menschen zu assistieren, wie es schwache KI kann, diese Assistenzsysteme, Expertensysteme zum Beispiel, sondern die selbst auch in der Lage ist zu denken. Und das ist Stoff so für den einen oder anderen Science-Fiction-Roman. Und die Community der Forscherinnen und Forscher innerhalb der KI sind sich auch nicht so richtig einig, ob das jemals überhaupt der Fall sein wird, dass wir über starke KI verfügen können. Da gehen die Meinungen auseinander. Aber was es jetzt gibt mit ChatGPT, einem Chatprogramm, ist etwas, was wirklich so den Anschein erwecken könnte, da geht was in diese Richtung, starker KI. Natürlich ist es tatsächlich nur ein Assistenzsystem, das auf Basis enorm umfangreicher Textmengen basiert. Also man hat diesen Chatbot mit unglaublichen Textmengen gefüttert aus Social Media, aus Foren, aus Büchern und Nachrichten und hat diesen Chatbot, und das ist das Besondere, als Forschungsprojekt auch offen ins Netz gestellt. Das heißt also, jede und jeder kann mit diesem Chatbot interagieren. Und das ist wirklich faszinierend. Ich habe das ausprobiert. Probieren Sie es selbst mal aus. Ich habe Ihnen die URL hier in die Beschreibung des Videos gesetzt und dann können Sie es entsprechend selbst mal ausprobieren. Das US-amerikanische Unternehmen OpenAI hat diesen Chatbot entwickelt und es basiert auf einem Sprachmodell GPT, deswegen daher auch der Name, aber das ist eher zweitrangig. Interessant ist wirklich die Möglichkeiten, die dieser Bot bietet und sozusagen die Idee, die sich dahinter verbirgt, also auch das, sondern auch die Möglichkeiten, wie beispielsweise diese Chatbots unser künftiges Zusammenleben, unsere Gesellschaften, aber vor allem auch unser Bildungssystem verändern können. Also darüber will ich ganz gerne nachdenken. Wenn man sich das anschaut und probieren Sie es mal, dann werden Sie es bestätigen können, es fühlt sich wirklich so an, als ob man nicht mit einer Maschine chattet. So Beispiele kennen Sie vielleicht ja auch schon, sondern es fühlt sich unglaublich, unglaublich echt an, wie als ob Sie mit einer Freundin, einem Freund chatten würden. Und Sie können diesem Chatbot auch ganz konkrete Fragen stellen. Beispielsweise kann dieser Chatbot verschiedene Programmiersprachen, wenn Sie an einem Punkt nicht weiter können, dann probieren Sie es doch einfach mal, den Chatbot zu befragen. Und da sieht man, dass es tatsächlich für unsere Art und Weise, wie wir künftig arbeiten werden, ganz interessante Perspektiven bietet. Also nicht mehr unbedingt die Kollegin oder den Kollegen fragen zu müssen, sondern erstmal ein Chatbot fragen zu können. Oder auch, wie wir Informationen im Netz finden, dass wir nicht mehr bestimmte Suchbegriffe verwenden, die uns dann zu Seiten führen, auf denen wir das Ergebnis, die Antwort finden, sondern direkt eine Frage stellen können. Das kennen Sie wahrscheinlich auch schon von den üblichen Suchmaschinen. Also zum Beispiel, wenn Sie Google nutzen und geben ein Stichwort ein, dann kommen jetzt zunehmend auch so typische Fragen, die zu diesem Stichwort gestellt wurden. Und man kann dann entsprechend auf die Frage klicken und bekommt dann nicht eine Seite, auf der man die Antwort findet, sondern bekommt die Antwort auf die Frage. Und was jetzt erstmal unglaublich praktisch wirkt, ist aber nicht ganz unproblematisch für die Art und Weise, wie wir mit Wissen umgehen. Denn
In dem Moment kann es natürlich auch, also kann natürlich auch sein, wenn Sie das mal ausprobiert haben zu einem Thema, zu dem Sie sich sehr gut auskennen, dann werden Sie vielleicht festgestellt haben, ja, okay, man kann diese Antwort geben, aber es gibt neben dieser Antwort noch diese, diese, diese und diese Antworten. Und das ein problematischer Aspekt, gibt noch weitere, könnte also sein, dass dadurch, dass wir ja das künftig nicht mehr selbst denken, sondern der Maschine das Denken überlassen, indem wir eine Frage stellen und eine Antwort bekommen und diese entsprechend dann für voll und für richtig nehmen, dass das durchaus problematisch sein kann für unseren Umgang mit Wissen, für unser Tradieren mit Wissen. Aber es gibt durchaus noch ein paar mehr Probleme, die aufgrund dieser Möglichkeiten entstehen können. Ich denke da zum Beispiel auch an das Bildungssystem, an das Bildungswesen. Auch die, dass wir anfangen müssen, uns zu hinterfragen, ob die Dinge, die wir lehren und lernen, und vor allem auch, wie wir prüfen, ob diese noch richtig sind. Mache ich mal ein Beispiel. Ein Kollege von mir hat den Chatbot ChatGPT gebeten, ein Essay über Medienbildung zu schreiben. Und dieser Essay war erstaunlich gut. Und noch einen Schritt weiter ist eine weitere Kollegin gegangen, die hat den Chatbot gebeten, nicht nur ein Essay zu einem bestimmten Thema zu schreiben, sondern dieses Essay auch nach bestimmten Kriterien zu bewerten. Das heißt, der Chatbot hat erst ein Essay geschrieben und dann sein eigenes Essay entsprechend bewertet. Und beides, sowohl der Text, der zunächst entstanden ist, der Aufsatz, man könnte es auch zum Hausarbeiten schreiben, Seminararbeiten und Ähnliches verwenden, sowohl der Text als auch die Bewertung haben den Kollegen und die Kollegin entsprechend überzeugt. Das heißt also, wir müssen künftig überlegen, ob solche Aufgabenstellungen, schreib eine Hausarbeit, schreib ein Essay zu diesem oder jenem Thema, überhaupt noch weiterführend sind, weil Schülerinnen und Schüler, natürlich auch Studierende, dann einfach eine solche KI nutzen konnten. Das heißt, in dem Zuge müssen wir darüber nachdenken, ob nicht der Prozess des Entstehens solcher Texte wichtiger wird als das reine Ergebnis. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, die wir aus dieser neuen Erfahrung lernen können. Ganz generell aber natürlich auch die Frage, was ist das Menschliche und was ist das Maschinelle und wie können wir Menschen solche künstliche Intelligenz, solche Maschinen sinnvoll verwenden. Auch das ist, denke ich, ein interessanter Lernprozess für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Aber jetzt probieren Sie erstmal ChatGPT live aus, also selbst aus. Da muss ich gar nicht so viel erzählen, sondern dann wissen Sie noch genauer und haben vielleicht noch ganz andere Assoziationen im Hinterkopf.